Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Prey mit Paxis. Wir haben weiterhin einfach. Oh ja, stimmt, da ist ja was geplatzt, da hinten irgendwas kaputt gegangen und dann dekomprimiert wurden. Ich habe das Gefühl, hier kommen noch einige Monster. Zitronenschale. Was können wir uns noch eine heiße Zitrone machen? Wir müssen da rüber gehen. Natürlich schauen wir uns erstmal ein bisschen um, bevor wir da hingehen. Gibt ja auf Garantie auch noch. Zum Beispiel Leichen. Alice Aiken, Leiche. Ich finde es geil, dass immer direkt da steht, wer das ist. Also da kommt nur der Name, weil in den meisten Spielen ist es ja. Oh fuck. Achtung, die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Gegen was kämpft er denn jetzt? Hä? Hat er gegen das gekämpft, was da unten liegt, oder was? Ach ja, da war ein Geschütz. Gegen das hat er gekämpft. Alles klar. Ja, ich wollte jetzt zwar in Ruhe erstmal mir unten da die Lobby angucken, aber ehrlich gesagt, wenn da jetzt das Phantom rumeiert, das scheint immer noch da zu sein. Dann müssen wir wohl erstmal hier hochgehen, wo wir nicht reinkommen. Sehr schön. Ich glaube, wir können es auch nicht einfach so hacken. Ich glaube aber, wir müssen da rein. Das heißt, wir müssen erstmal die Karte finden. Toll, ich hoffe mal, dass dieses Phantom da jetzt wieder weg ist und wir jetzt in Ruhe. Ich glaube, so ist auch schleichen, damit auch das Bild schon direkt ein bisschen dunkler. Da unten ist es. Kämpft schon wieder gegen irgendwas, vielleicht gegen ein anderes Geschütz. Also ist schon verletzt, seht ihr das? Oben die Anzeige, Energieanzeige ist nicht komplett voll. Wahrscheinlich haben die Geschütze zurückgeschossen. Ich hoffe doch mal, dass die Geschütze zurückgeschossen haben. Dass mich das Phantom jetzt nicht direkt wieder sieht. Wir vielleicht hier in dem Bereich irgendwo die Karte finden, sodass wir nicht wieder darüber müssen. Sie werden ja auf Garantie noch irgendwo kleine Mimics rumlaufen, denke ich mal. Medikit, sehr gut. So, wir können ja, könnten ja jetzt mal so ein. Wir haben jetzt drei Medikits. Wir könnten die ja mal auf irgendeine Zahl legen. Menü verwenden. Teilen. Ich dachte, man muss einfach nur auf eine Zahl drücken und dann. Ach, ich hab keine Ahnung. Ah. Medikit ist also E. Okay, das kann ich mir merken. Aber nur in dem Menü, weil normalerweise ist nämlich E nach links und nach rechts. Das ist so geil, dass das mal wieder geht in dem Spiel. Das ist so selten. Ich meine, wann habe ich denn das letzte Spiel gehabt, wo das ging? Das ist schon cool. So, weiter. Es könnte natürlich sein, dass. Sie geht ja nicht kaputt. Dass die uns auch gesagt haben, wo diese Karte ist, aber ich habe nicht zugehört. Toiletten. Versteht zwar nicht, warum man für Klos jetzt so eine mysteriöse Musik abspielen muss, aber wir gehen zuerst mal bei den Frauen rein. Oh, sie haben sich nicht die Mühe gemacht, dass man sich selber im Spiegel sehen kann. Das ist schade. Aber wir haben sie ja. Wir haben sie ja mega krasse Wasser. Wassereffekte programmiert. Nicht, dass in so einem Klo noch irgendwo was drin liegt. Toll, komplett sinnlos, hier war überhaupt nichts. Ach krass, man kann die Agaven pflücken. Warum sagt mir das keiner? Wir sind schon an ein paar Agaven vorbeigelaufen und haben sie nicht gepflückt. Weil ich einfach nicht gedacht hätte, dass man die Blumen pflücken kann. Oder die Blüten, besser gesagt. Noch ein Medikit, gerne. Eigentlich könnten wir schon wieder ein Medikit nehmen, fällt mir gerade ein. Weil wir haben ja nur 70 Energie, wir können ja auf 100 Energie gehen. Und wenn wir doch mal in den krasseren Kampf reingehen, dann sind wir vielleicht am Ende froh, wenn wir der Weltraumanzug. Ach nee, Quatsch, der Weltraumaufzug.
von Dr. Angelina M. Allen. Mithilfe des Storchenturms, des ersten funktionsfähigen Weltraumaufzugs, konnten die Vereinigten Staaten zu Beginn einen Großteil aller Aktivitäten und des Handels in der Erdumlaufbahn kontrollieren. Das mit diesem Weltraumaufzug ist ja wirklich momentan im Gespräch. Also das wollen die ja wirklich versuchen zu bauen, weil das deutlich preiswerter wäre, um zum Beispiel zur internationalen Raumstation neue Sachen zu schicken und sowas. Also damit könnte man halt auf lange Sicht Milliarden Dollar sparen. Deswegen planen die das wirklich, diesen Weltraumaufzug. Mittlerweile holt der Rest der Welt jedoch auf. Laut Berechnungen der Weltvereinigung der Raumfahrtindustrie wäre der Bau eines zweiten Weltraumaufzugs unter Zuhilfenahme der Storchenturmanlage zu einem Viertel der ursprünglichen Kosten machbar. Verständlicherweise schrecken die USA davor zurück, beim Bau einer günstigeren Plattform zu helfen, die Konkurrenten einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Für die Betreiberfirma des Aufzugs rechtfertigen die beachtlichen Investitionsrisiken den Schutz dieses wirtschaftlichen Bereichs. Währenddessen ist WVRI dazu übergegangen, aggressiv geeignete Standorte für zukünftige Weltraumaufzüge zu erwerben. Im Grunde genommen also so etwas wie Hausbesetzungen im Weltraumzeitalter. Mhm. Das war wirklich mal interessant. Und eine schöne Idee, weil wie gesagt, für alle, die sich jetzt vielleicht nicht so mit den Sachen auseinandersetzen, das ist wirklich geplant. Wer da wissen will, wie das funktioniert, kann es ja mal googeln. Da waren wir schon. So, der ist da drüben wieder reingegangen. Ich glaube, dann war er auch beim ersten Mal rausgekommen aus diesem Raum da. Kaffee Karsk. Und sonnengetrocknete Tomaten. Ich lese mal gerne, was zu den Sachen dazu steht. Was haben wir denn jetzt noch so? Aufgefranstes Plastik. Eine flache Sekt, die von der Erde zu Talos 1 gebracht wurde. Sonnengetrocknete Tomaten hatten wir schon. Das auch. Ein Kanister mit hochverdichteten Schaum, der Gegner überlegen und unfähig macht. Ja, blablabla. Eine faulige Bananenschale. Eine weggeworfene Zitronenschale. Eine welke Agave. Ach, die war noch nicht mal mehr frisch. Eine Dose Kaffee-Cask von Transstar Kitchen. Duckbier. Eine Dose Duckbier, die von der Erde zu blablabla. Eine Gesundheit. Heilt Furcht. Ah, okay. Man kann also Angst haben. Und dann trinkt man einfach ein Bier. Macht Sinn. Ist ja auch ein bisschen realistisch, weil Alkohol ja wirklich solche Dinge reduziert. Bestimmt kann man auch. Ach, die kann man reparieren, aber leider habe ich das noch nicht gelernt. Geschützdefekt, Fragen, Hacken, Hacker 2, Reparatur 2, okay. Bräuchten also Reparatur 2 und haben noch nicht mehr Reparatur 1. Geil, man kann ja Kaiserzuppe, man kann ja alles davon pflücken. Das ist ja geil gemacht. Das ist ja richtig geil. Ich nehme erstmal alles mit. Ich weiß nicht, wie viel Platz wir im Inventar haben, aber die Sachen stapeln sich ja auch tollerweise. Ich nehme... Ach du Scheiße. Boah, jetzt bin ich sogar erschrocken. Ich nehme erstmal alles mit. Ach, da fällt mir gerade ein, das Phantom könnten wir ja vielleicht auch mit der Glukanone einkleistern. Ich nehme erstmal alles mit, was möglich ist. Traumazentrum. Ist es das, was wir brauchen? Könnte sein, oder? Dann können wir jetzt einfach noch weiter hier rumgucken, bis uns das Phantom wieder sieht und dann hauen wir halt wieder ab und gehen da hoch, weil ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Explosivkanister. Oh, scheiße, das hätten wir vielleicht einsetzen sollen, um gegen das Phantom das zu schießen. Ich meine, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, Sachen zu tragen und zu schmeißen und ich glaube, das verursacht dann entsprechend den Schaden. Gerade wenn die Sachen sehr schwer sind. Jason Chung, auch ein Baseballhandschuh. Warum haben die denn alle Baseballhandschuhe mit? Defektes Geschütz. Wo wollte er denn hin? Wollte er jetzt zu dem Geschütz oder was? Didit! Micha Lazarev, durchgebrannte Platine und Ersatzteile. Shuttle Dock, dafür haben wir es nicht. Fürs Traumazentrum haben wir jetzt die Karte. Kommen wir nicht rein. So, jetzt kommen wir schon verdächtig. Ach, ist noch eine Leiche. Bianca Goodwin. Biologisch gefährliche Abfälle. Warum trägt man denn biologisch gefährliche Abfälle mit sich rum? Das heißt, es könnte schwieriger werden, hier in Ruhe die Sachen einzusammeln, ohne dass uns das Phantom sieht, denke ich zumindest. Oh, da ist auch noch Medikit. Fast übersehen. Wie haben wir da jetzt? 4 Stück. Sehr gut. Und fast volle Energie. Guten Morgen, Talos.
Warnung. Manipulieren von Admin-Einstellungen an Terminals oder Keypads kann zu Stromschlägen führen. Wenden Sie sich an den Sicherheitsdienst, wenn Sie beim Zugreifen auf ein System auf Probleme stoßen. Fuck! Alter, das trifft mich so gut. Ich hab's schon komplett eingefroren und er schießt weiter oder was? Das erste Mal gestorben. Man hätte nicht sterben müssen, aber ich dachte halt... Oh fuck, es ist schon nicht automatisch gespeichert worden, oder? Oh nein. Was ist denn die Schnellspeichertaste? Das weiß ich gerade gar nicht. Bitte lass... Ah, okay, doch, es wurde gespeichert vorher, sehr gut. Guten Morgen, Talos. Alle Mitarbeiter haben sich zu ihrem Arbeitsterminal zu begeben. Im Falle einer Abwesenheit informieren Sie bitte unverzüglich Ihren Vorgesetzten. Scheiße. Oh fuck! Ich dachte, es wäre tot dann. Scheiße, Mann. Boah, das hat aber echt viel Energie gekostet. Unangenehm, unangenehm, unangenehm. Was hat das so? Das Organ wieder. Ersatzteile. Defekter Lüfter. Was die mit sich rumtragen. Wahnsinn. Oh, fuck. Das hat uns echt viel Energie gekostet. Ich meine, ich bin froh, dass wir es platt gemacht haben, weil es bedeutet ja jetzt, dass wir hier in Ruhe weitersuchen können. Aber jetzt müssen wir halt eigentlich schon wieder relativ viel... Jetzt haben wir nur noch ein Medikit. Scheiße. Den Kampf hätten wir auf jeden... Aber wie gesagt, wenn ich gewusst hätte... Angerauchte Zigarre. Wenn ich gewusst hätte, dass der nicht... Ich dachte halt, die sind dann so in diesem Zeugs drin und dann zerplatzen die halt. Also dass sie dann direkt sterben, habe ich gedacht. Das war halt leider nicht so. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich dann logischerweise nochmal vorsichtiger weitergespielt. Sehr, sehr ärgerlich. Hätte man verhindern können. Aber ich will jetzt auch nicht neu laden deswegen. Also wollen wir nicht mit reiben. Wir sind am Anfang des Spiels. Sowas gehört dazu. Ich spiele nur mal auf schwer. Scheiß drauf. Damit kann ich leben. Und wie gesagt, gehört auch irgendwie dazu, würde ich sagen. Schrotpatrone. Wird Zeit, dass wir wirklich mal eine Pistole finden oder wie gesagt, am besten hier noch Psychotronics, ist auch nicht das Richtigste. Wir hatten Blabla Traumazentrum. Vielleicht war es auch gar nicht da oben. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, was hier noch so für Türen, für verschlossene Türen sind. Ja, Schrot finde wär geil auf jeden Fall. Kann ich schon mal sagen. Ist hier irgendwas? Oh, fuck. Direkt 2, direkt 3. Ach du Scheiße. Kritisch. Scheiße. Alter. Oh Gott, so gut wie tot, nur noch ein Medikit. Ich meine, klar, wir haben noch leckeres Essen, aber... Fuck. Ach so, dann isst man immer direkt alles, oder was? Und wir haben irgendeine positive Veränderung, weil wir es gegessen haben. Nee, wir essen nur ein was, hä? Aber das haben wir doch 8 Mal da stehen. Es gibt immer nur 5+, aber egal. Ich verstehe es gerade nicht so richtig. Oder ist es das insgesamte Essen, was wir haben? Das könnte auch sein. So, 50. Ich weiß nicht, reicht 50? Scheiß drauf, ich gehe mal auf 72. Ich gehe mal auf 82. Komm, wir nehmen einfach alles. Geil, wir haben nichts mehr zum Heilen. Oh, fuck. Ich glaube, ich speichere jetzt nochmal extra, falls wir in irgendeine Situation kommen, wo wir dann vielleicht mehr Energie brauchen. Dann haben wir jetzt zumindest ein bisschen Energie und... Man könnten, falls wir irgendwo dann mit wenig Energie hinkommen, nochmal hier laden und versuchen, weniger Energie zu verlieren. Fuck!
Von total solide, wir haben 4 Medikits und fast voll Energie zu, wir haben zwar immer noch fast volle, ach so, krass, guck mal, wenn man was isst, dann steigt die Energie von alleine weiter. Aber warum sagt mir das denn niemand? Scheiße, jetzt habe ich ja das Essen verschwendet. Och, Mann! Es heilt jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit weiter. Das macht also Essen oder was, dass das einen stetig heilt. Toll, warum sagt mir das denn keiner? Jetzt habe ich hier schön die ganze Nahrung verschwendet. Oh mein Gott! Fuck! Was für ein peinlicher Beginn, ey. Was? Da waren 4 Monster drin? Ihr habt doch schon 3 Blatt gemacht. Anzug wurde beschädigt. Dein Anzug ist beschädigt. Je besser sein Zustand, desto mehr Schaden kann er von gegnerischen Angriffen und anderen Gefahren absorbieren. Verwende ein Anzugsreparaturkit. Geil! Oh, das ist zum Kotzen. Die Energie, guckt euch das an, ey. Okay, dann gehen wir halt ins Inventar rein. So ein Dreck, ey. So ein elender, verdammter Dreck. Ja, Nahrung werden wir bestimmt auch wieder finden, aber ich bin natürlich trotzdem verärgert. Wie das hier lief. Ey, 4! Ich habe nur 3 am Anfang gesehen, aber hier waren 4 von diesen scheißen Mimics drin. Man kann es auch übertreiben. Übertragen, wollte ich gerade sagen. Ach, von hier kommen wir auch rein. Employee Orientation. Naja, hier war aber nichts, war eigentlich nichts drin, nur Schrott. Guck mal, wie lange das mich heilt, diese Nahrungsaufnahme. Scheiße, Mann. Warum sagt mir das denn keiner vorher? Naja, was soll's. Was soll's? Ist mir egal jetzt. Über Aufregen bringt nichts. Wir werden einfach weiterspielen. Wir werden auch jetzt. Hier drin ist auf Garantie Medikit und Nahrung. Passt auf. Achso, konnte ich die Leiche. Habe ich die jetzt gelootet? Ja. Transtar Exhibit. Oh, eine Neuromod oder was? Sehr gut. Wir haben eine Neuromod. Jetzt wird's interessant. Lass mich kurz überlegen. Also, Mediziner. Erforderlich ist dein Wissen über Medizin, erhöht die Identität, bla bla bla. Ich habe keine Medikits mehr. Du umgehst bei Computern, Techniker, lerne deine Ausrüstung, das ist erstmal alles egal. Du benutzt Ersatzteile, um was zu reparieren. Sicherheit. Erhöht deine Gesundheit und deine Ausdauer auf, du rennst, schleicht, bla bla bla. Also das sind momentan die einzigen Sachen, die ich nehmen kann. Ich würde jetzt gucken, was ich als nächstes brauche. Ob ich Hacker brauche oder eben Reparatur 1. Ich glaube, Konditionsschub und Medizin ist erstmal egal, eh keine Medikits und Konditionsschub ist wahrscheinlich immer geil, aber da ich jetzt gerade noch keine krass vielen Neuromods habe, würde ich da jetzt erstmal drauf verzichten und mir das aufheben und warten, bis ich... Das habe ich, glaube ich, bei Deus Ex ähnlich gemacht. Da war das ja auch so mit solchen Punkten, die man vergeben konnte. Zum Andenken an John F. Kennedy. 1917 bis 2031. Hier ist er nicht gestorben in dem Universum. Das ist ja krass. 2031 ist er erst gestorben. Das ist ja uralt geworden. Über 100 Jahre alt. Nice. Gefällt mir. Schöne Idee. Okay, ich dachte, ich kann mit dem Anzug irgendwas machen. Was wollte ich jetzt noch sagen? 1963. Eine streng geheime Verhandlung im Kalten Krieg führt dazu, dass Amerikaner und Sowjets gemeinsam an einer Forschungseinrichtung namens Kletka arbeiten. Kletka, russisch für Käfig, produziert das Skelett und die Kernsysteme der Talos 1. 1964. Hallo. 1964. Nach dem fehlgeschlagenen Attentat auf Kennedy bezahlen die USA für das Recht, Kletka als Testeinrichtung nutzen zu dürfen. Diese Periode, bekannt als Projekt Axiom, führt zu vielen Fortschritten in moderner Material- und Biowissenschaft, die der neuralen Modifikation zugrunde liegen. 1980 bis 1994.
Die geopolitischen Entwicklungen führen zu einem vorübergehenden Stopp des Projekts Axiom. Die Kletka-Einrichtung wurde nach dem bedauerlichen Pobek-Unfall, bei dem zwei Wissenschaftler ihr Leben verloren, stillgelegt und geräumt. 2025. Der Transtar-Vorstand wird eingesetzt. Transtar kauft und privatisiert die Kletka-Einrichtung mit besonderem Augenmerk auf Sicherheit und modernsten Verbesserungen. Okay, das wäre dann ja in ein paar Jahren soweit, wobei das ist ja hier ein anderes Universum als bei uns. Hier lebt er, oder er hat ja auch John F. Kennedy länger gelebt. Die Talos 1 ist voll funktionsfähig. Ein Meilenstein der privaten Raumfahrt. Die erste Neuromod ist erschienen und ermöglicht die spektakuläre Verbesserung des menschlichen Verstandes und Körpers. Mhm, vielen Dank für diese aufklärenden Worte. Ist noch irgendwas in dem Raum? Ah, Explosivkanister. Falls wir ein Monster finden, zwei sogar, können wir es da ranschießen. Sehr gut. Die Evakuierung. Bericht einer Überlebenden Tag 1. Ich würde sagen, das nehmen wir mal noch durch. Das scheint ziemlich viel zu sein. Und dann beenden wir die Folge. Tag 1. Ich hatte Alesa beim Hundefrisur abgegeben. Ihr Name bedeutet Freude. Ich verabschiedete mich und ging ein paar Straßen weiter, um mir beim Park einen Mokka zu holen. Einige Jets flogen ziemlich tief an mir vorbei und machten solchen einen Lärm, dass ich mich regelrecht erschreckte. Ich weiß nicht, woher sie kamen, aber sie waren voll beladen mit Bomben und Raketen. Alles sahen hinauf. Der Lärm der Maschinen hallte von den Gebäuden wieder, aber wir hatten sie aus den Augen verloren. Der Himmel war klar und ich sah, wie rosafarbener Rauch aus Richtung des Stadions aufstieg. Dann heulten die Sirenen los. Die hatte ich seit meiner Kindheit nicht mehr gehört. Einige Leute blieben verwirrt stehen, aber mein Instinkt befahl mir loszulaufen. Vom Stadion wegzulaufen. Von Alesa wegzulaufen. Ich war nicht allein, allerdings wussten wir nicht, wohin es gehen sollte. Dann sah ich, wie ein Polizist Leute in ein Restaurant in einem Untergeschoss führte. Ich glaube, da befand sich ein alter Luftschutzkeller. Ich sah wieder nach oben und erblickte ein Flugzeug. Ein ziviles, da bin ich mir sicher. Ich glaube, es war zum Flughafen unterwegs. Während ich es beobachtete, löste es sich ohne jegliches Geräusch in einem Glitzern auf. Es verschwand einfach. Ein Mann in meiner Nähe begann zu fluchen. Ich fiel hin und stieß mit dem Kopf auf das Pflaster. Okay, gibt es davon noch einen Tag 2 oder so? Ich will wissen, wie es weitergeht. Können wir alles nicht nehmen. So, jetzt haben wir wieder ein Medikit. Das ist doch schon mal ganz gut. Und mit Mediziner 1 könnten wir die Medikits verbessern, aber lassen wir erstmal. Dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Ich frage mich immer noch, was der Schnellspeicherknopf ist. Der Schnellladeknopf ist F9, aber der Schnellspeicherknopf. Das Blöde ist auch, man kann das nicht einstellen. Man kann nicht einstellen, mit welcher Taste man schnell speichert oder schnell lädt. Die ist einfach nicht da hier in der Tastenbelegung. Komplett dumm, oder? Also total rückständig vor allem, dass das nicht geht. Was ist denn das für ein Spiel? Also ist natürlich trotzdem geil. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Tschüss, tschüss. Ach, jetzt habe ich zum Beispiel... Zum Glück habe ich gerade gespeichert. Jetzt habe ich zum Beispiel auf F9 gedrückt, weil normalerweise ist bei meinem Aufnahmeprogramm, was ich verwende, F9 die Aufnahme starten und Aufnahme beenden Taste. In dem Spiel ist aber blöderweise F9 die Schnellladetaste. Also musste ich in dem Aufnahmeprogramm die Taste umstellen. Und habe sie auf F10 gelegt, weil F10 scheint nichts zu sein. Aber da ich halt jetzt seit Ewigkeit immer F9 genommen habe, habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht, dass ich F10 nehmen muss und habe es deswegen nochmal neu geladen. Aber wir haben ja gerade gespeichert, nicht schlimm. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.